kommen wir jetzt zur letzten Rose des Abends. Die Rose geht an jemanden, der... Mann, Junge, ey, das hatten wir doch alles schon mal. Lass einfach bitte anfangen, ja? Mann, Mann. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Wir sind heute mit einem unserer Lieblingsthemen am Start, und zwar dem guten alten Synchronsprechen. Synchronkörper, den Synchronkörper. Synchronkörper. Ich mach was vor, du machst was nach? Ja. Wow. War eindeutig richtig. Wir kommen natürlich zu unserem super Lieblingsthema, dem Bachelor. Wir hatten ja schon die Bachelorette so richtig schön auseinandergenommen und jetzt sind wir zurück mit dem Bachelor, dem guten Daniel Völz, der dieses Jahr der Bachelor ist. Wie findest du denn den guten Daniel? Also ich muss tatsächlich sagen, war für mich eine Qual, bisher alle Folgen zu gucken. Oh, warum? Ich weiß nicht, ich finde den Bachelor, ich habe das Gefühl, wenn er mit den Frauen redet, ist das wie so ein Geschäftsgespräch. Nichts Ehrliches, sondern sehr, sehr ruhig. Und warum ist der so? Ich weiß. Warum ist er nicht charmant? Er ist nicht charmant. Warum ist er das nicht? Er ist nicht charmant. Und ich habe auch das Gefühl, er hat auch keinen Bock. Also gerade bei der aktuellen Rosenübergabe so irgendwie, willst du die Rose haben? Okay. Dann gehst du, okay, er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock. Er hatte wahrscheinlich auch keinen Bock zu trainieren. Deswegen sind mir diese Zusammenschnitte, wo er seine Klamotten anzieht und man diesen untrainierten Körper sieht. Ach, hör auf! Nicht dein Ernst. Wo er sich die Sachen anzieht, finde ich immer richtig unangenehm. Das ist nicht dein Ernst. Der ist doch sportlich. Nee, ist er nicht. Boah, du bist so ein Hater. Du bist der Grund, warum Leute in Magersucht und in diese ganze Scheiße fallen. Zu Jessica Paschka kommen wir später. Okay, du bist also auch nicht Fan von ihm, ne? Nee, ich bin nicht so großer Fan von ihm. Ich finde ihn ein bisschen unterkühlt, muss ich sagen. Ja. Also wirklich, und charmant ist er irgendwie auch nicht so. Ich würde den Frauen so ein bisschen mehr um den Mund... Aber er knutscht viel. Ja, er knutscht. Wie findest du das, dass er mit jeder knutscht? Schwer, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen nuttig. Ja, obwohl diese ganze Sendung doch nichts mit Nuttigkeit zu tun hat. Eigentlich nicht. Eigentlich nur mit wahren Gefühlen. Wahre Liebe. Ja. Ja. Trotzdem gucke ich sehr gerne, muss ich sagen. Echt? Ja, aber ich habe ganz oft dieses Jahr so Fremdschämen-Momente. Ja. Was unter anderem an den Kandidatinnen liegt. Ich verstehe nicht, warum. Was hast du denn mit denen? Die sind doch alle nett, authentisch, tolle Menschen, charakterstark. Ich finde die alle toll. Also ich gehe mal davon aus, dass sie authentisch sind, ja? Ja. Und deswegen ist mir unangenehm, wie Menschen so sein können. Ja, es ist traurig. Und das ist nochmal so, ich sage einfach nur meine Meinung. Ja, nee, das genau. Das ist auch so ein Ding in der Welt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in den Folgen. Und ich sage das jetzt hier nochmal. Freunde der Sonne, sag es bitte. Wenn ihr Arschlöcher seid und einfach Leute nur beleidigt, dann könnt ihr nicht damit rauskommen, na, ich bin wenigstens ehrlich. Nein, du bist nicht ehrlich. Du bist ein dummes, blödes, unsympathisches Arschloch. Das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Aufschreiben. Ich liebe diese Speech. Sage ich dir eigentlich in jeder Folge? Eins zu eins. Man müsste sie noch öfter sagen, aber ich liebe die. Ich liebe die wirklich, weil es ist wahr. Und diese Lina, wie die da gestern saßen, so für mich. Wer ist Lina? Wollen wir sie mal einblenden? Ja, aber wir gehen erstmal die Kandidatin durch. Ja, lass Kandidatin durch. Und ich habe richtig recherchiert. Ich habe natürlich wie beim Bachelor das Motto derjenigen. Das ist immer ein Highlight, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Okay, krass. Ich bin sehr gespannt. Ich bin hier auf der rtl.de Website vom... Wie findest du eigentlich, dass sie in jeder Werbepause sagen, der Bachelor? Hm. Der Bachelor? Der Bachelor, heißt das nicht so? Wie würdest du es sagen? Bachelor. Nee, sag mal, wie sagt man es richtig? Bachelor. Wie sagt man als Profi? Bachelor. Und was sagen die? Bachelor. Ah. Sie sprechen das eh mit. Es ist nicht der Bachelor. Das regt mich auch auf seit Tag 1. Gut, dass du genau wusstest, was ich meinte. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit Kandidatin, mit der in der aktuellen Folge rumgeknutscht hat, Carina. Also quasi mit Carina. Ja. Wie findest du ihr Tattoo? Fangen wir direkt an. Wie kann sich so ein hübsches Mädchen so diesen Arm voll ballern? Ist es einfach nur schwarz oder ist es? Es ist schwarz. Ist es nur schwarz oder soll das irgendein Muster sein? Nee, das ist schwarz, glaube ich. Carina 21, normalerweise wird um mich gekämpft. Es geht gut los. Janina, muss ich ganz kurz zu was sagen, ist mir die Einzige, die mir sympathisch ist. Darf mir auch. Ist wirklich so. Wir sind einfach wirklich gute Menschen. Ey, Janina, du guckst es ja bestimmt hier. Ja. Ey, wir würden uns freuen, wenn du mal hier in der Sendung sitzt, Janina, weil du bist wirklich die Einzige sympathische in diesem Ding. Die und bleib, Einzige. Bleib so, bitte. Bitte. Janina 24 und mal sehen, ob sie es jetzt kaputt macht mit ihrem Motto. Sehr wahrscheinlich. Ich bin eine unkomplizierte Frau zum Verlieben. Janina, es bleibt dabei. Komm einfach zu uns. Alles gut. Janine Christine. Oh, die Gute ist 22 und sie sagt, ich bin kompliziert. Na und? Ja, genau. Ich schlage Kinder. Na und? Ist meine Meinung. Ja, ist wirklich meine Meinung. Ist meine Meinung. Okay?
Das ist gut, ich bin nämlich ein guter Mensch, das ist nämlich meine Meinung. Das ist meine Meinung. Ja, Ficker. Ich sage wenigstens meine Meinung. Ja, genau. Jessica. Oh, die gute Jessica sagt, Liebe ist ein Fluch und Segen zugleich. Mann. Glaubst du, das hat sie von ihrem Kalender abgerissen an dem Morgen? Was kann ich denn heute machen? So, guck mal, Zitate. Fluch und Segen. Das ist gut. Hm. Zwei Worte, die ich nicht kenne. Christina, muss ich lachen, ist direkt eine der sympathischsten Kandidaten für mich. Ich ertrage sie nicht. Du erträgst sie nicht? Oh. Weißt du, erste Folge. Weißt du eigentlich, dass sie Gogo-Tänzerin ist? Nein. Ist jetzt weiß ich das. Aber ist nicht Stippen. Nein, ist nicht Stippen. Vor allem, ich ertrage das ja nicht, um einen Mann zu kämpfen, wo andere auch noch kämpfen. Ich gehe jetzt raus. 5 Folgen später, ich bin immer noch da. Aber ich muss dir eigentlich in jeder Folge sagen, dass ich das nicht ertragen kann. Wo dachte sie eigentlich, wo sie hingeht? Ja. Dachte sie, er sagt, Christina ist da, Leute, alle raus. Brich den Scheiß ab hier. Christina ist jetzt da. Ist durch. Ist vorbei. Christina ist für mich. Genau. Und ihr Motto ist natürlich, ich lasse mich niemals unterkriegen. Niemals. Maxime, die würde ich auswählen. Die ist eine Süße, ne? Ja, würde ich auswählen. Ist das aber die mit der kleinen Warze hier? Ja, aber die würde ich auswählen, ist super sympathisch, aber wird in den letzten 3 Folgen nicht mehr gezeigt. Wird nicht mehr gezeigt, aber ich glaube, vielleicht bauen sie die noch so, also dass man sagt, ach, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Am Anfang habe ich gesagt, Maxime gewinnt. In der ersten Folge habe ich gesagt, Maxime gewinnt. Oh, und? Also, ich glaube, er ist eine Pfeife, deswegen gewinnt sie nicht. Ja, ihr Motto ist natürlich Fußballabend oder Candlelight, ich mag beides. Ach, schade. Ist nicht mein Ding. Ist nicht dein Ding? Nee. Candlelight? Fußball. Achso. Die nächste Kandidatin beschreibe ich einfach mal kurz, beziehungsweise ich sage einen Satz, der von ihr sein könnte und du musst sagen, wen ich meine. Ja. Boah, ich bin so alt, ey, ich kann ja kaum noch sitzen, ich kipp um, ich bin alt. Ah, das ist die Milf, die Alte. Die 32. 32 und 200. Tut so, als wäre sie 112. So, in meinem Alter. Ja. In meinem Alter. Ja. Auf meine alten Tage ist das hier, wow. Nadine 32, ich bin alt, er will mich trotzdem. Nein, ich brauche einen Mann, der weiß, was er will. Vor allem will er keine 32-Jährige wahrscheinlich. Nee, ist eklig alt. Ja, ja, ja. Die sollte sich diese Mumienbänder abmachen, dann würde sie vielleicht ein bisschen jünger rüberkommen. Genau. An einer Einstellung, als sie gefilmt haben, ist auch ein bisschen Haut abgebröckelt schon. Ja, ja, ja. Ich dachte gleich, kommt Imhotep durch die Tür und macht irgendwelche Anuksunamun. Die neueste Kandidatin, sehr sympathisches Mädchen, Samira. Ja, ist die eigentlich transgender? Ich glaube ja. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, die ist eigentlich transgender. Ja, ja. Krass, ich finde krass, dass sich die anderen darüber aufregen, dass sie so ihre Titten machen lassen hat. Haben doch alle. Ein Assi. Ich meine, sie ist nicht sehr herzlich aufgenommen worden und hat sich aber dann auch direkt auf das Niveau runterbegeben, wie die sind. So. Ja, ihr seid alle hässlich vom Inneren und so. Ja. Und ihr sollt alle sterben gehen. Und ich bin nur ehrlich, ich bin nicht hässlich von innen. Ja. Und dann sagt Lina, ich sag nur meine Meinung, dass du wie ein Transgender bist, ist doch nicht schlimm. Du bist die hässlichste Bratze hier, aber ist doch meine Meinung. Ist doch nicht schlimm. Ist doch in Ordnung. Die gute Svenja. Ja, bei Svenja muss ich, bevor ich sage, was ihr Motto ist, schon mal sagen, die ist mir schon von vornherein unser Patsch, weil es jemand ist, der nach unten lacht. Ja, wie lacht man nach unten? Stimmt, du hast recht. Die lacht so nach unten. Du hast recht. Wie kann man nach unten lachen? Du hast recht. Nee, was mich bei ihr stört, ist, wenn sie redet, macht sie den Mund nicht auf. Ja, sie redet sowieso. Ja, genau. Dann lacht sie nach unten. Wow. Was ist mit ihr los? Sag mal ihr Motto, sie das nach unten lachend mit geschlossenen Zähnen sagen würde. Ihr Motto nach unten lachend sagt sie, man sollte sich nehmen, was man will, bevor es jemand anderes tut. Ha, mir ist warm, Jelis. Jelis. Ah, Scheherazade aus 1001 Nacht, würde ich fast sagen. Wenn ich liebe, dann mit jeder Faser meines Körpers. Was glaubst du, wie alt Jelis ist? 23? 24. Ah, ist ganz schön alt. Ja, ist schon eine alte Bratze. Ja. Ist krass, dass so viele Mädchen da 22, 23 sind und schon die Liebe fürs Leben suchen. Ja. Und vor allem auch auf dem natürlichen Weg das schon aufgegeben haben. Das ist die letzte Chance, mit Anfang 20 jetzt jemanden zu finden. Ja, ein paar Hardcore-Weiber rausgeflogen jetzt. Ja, oh ja, Viola, so wie ich sie liebevoll nenne, so hieß sie in der letzten Staffel, glaube ich. Die sieht 1:1 aus, das ist ihr Klon. Und das Krasse war, in der ersten Folge hat die so sympathisch gelacht. Nee. Und dann war das jetzt für mich nur noch ekelhaft gefakte, eklige. Aber warum? Weil die hat mich sofort an Viola erinnert. Viola fand ich schon mega fake und unsympathisch. Krass, und deswegen fand ich die von der ersten Folge mega... Ja, stimmt. Viola. Hat sie jetzt die Quittung für gekriegt? Sie ist raus? Janina Celine hieß die. Ach ja. Viola. Hast du ihr Motto? Ja. Ich habe keine Lust mehr auf Tinder und Co. Denn da... Hat sie durchgespielt. Da gibt's halt niemanden mehr. Ja, die ist 23 gewesen. Ne? Die sah ganz schön zerknautscht aus. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja.
Willst du noch zu irgendwem was sagen? Ganz kurz rausgeflogen? Wir haben keine Zeit. Ja, ich würde noch ganz gern zu Lina was sagen. Ja. Lina, bildhübsche Frau, aber Schnauze halten und nur auf Foto möchte ich die sehen. Ja. 23 und ihr Motto war... Muss ich gucken, wer ist Lina, wer ist Lina, wer ist Lina? Lina, die hübsche Blonde, die jetzt rausgeht. Aber ein unsympathischer Mensch. Die am Ende schon so aggressiv wurde, dass sie Pickel gekriegt hat bei der Vergabe. Ein unsympathischer Mensch. War das nicht sogar die gesagt hat, Transgender? Ja, natürlich. Oh. Also die hat es nicht angestoßen, aber die hat es jetzt auch nicht abgelehnt. Oh, so. Unsympathisch. Linas Motto ist aber hingegen vielleicht wieder, macht ein bisschen was gut. Alles oder alles? Okay, über die rausgeflogenen brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Wir gehen jetzt auch nicht... Naja, aber über Maike noch. Weißt du, ich meine? Die kleine Schwarzhaarige. Dieser Kumpeltyp. Warum hat die immer so glatt? Ja, er ist ein guter Typ. Warum ist die so? Warum ist die so? Ich verstehe nicht, warum ich rausgeflogen bin. Naja, Maike. Maike ist ein... Ich will nicht drüber reden. Ja, aber pass auf, wollen wir noch ganz kurz sagen, würde oder nicht würde? Ist immer ganz interessant. Oh, würde oder nicht würde? Carina, Tattoo. Würde. Würde. Janina, die sympathischste. Würde heiraten. Würde mit ihr Kinder zeugen. Janine Christine, nee. Die Petze. Nein. Nein, würde auch nicht. Jessica. Dürfte nicht viel reden. Das ist nicht die Antwort? Nein. Würdest du nicht? Nee. Okay, würde ich auch nicht. Nein. Christina würde auch nicht. Nein. Maxime? Maxime, muss ich nochmal gucken? Ah. Ja. Maxime würde ich super gerne mal zum Chips essen auf dem Sofa einladen und kuscheln. Ja. Maxime würde ich gern kuscheln. Ja. Ja. Nadine, ist schon sehr alt. Schon ein bisschen zu alt, ist nicht mein Beuteschema. Aber einfach mal, um es auszuprobieren, würde. Würde, ja. Ja. Ja, ja. Und ich ist aus Berlin, ne? Könnte, sehr gut. Ist ja um die Hecke hier. Samira? Also. Kommst du mit dem Penis klar? Na. Könnte man mal probieren, würde. Svenja. Ich weiß nicht, was ich das machen würde. Hallo Anni. Okay. Hallo Anni. Er würde nicht. Würde nicht? Okay. Ich habe ein Bild von der im Playboy gesehen, würde. Die war im Playboy? Ja. Yeah. Krass. Jeles. Ist nicht mein Typ. Echt mag, nicht? Dunkle Typen mag ich nicht. Oh, Jeles, eigentlich in meiner Jugend Traumfrau gewesen, ist aber auch sehr unsympathisch, finde ich. Ist unsympathisch, nee, aber könnte sehr gut bei Aladdin die Jasmin spielen. Total, ja. Das wäre super. Ja. Ja. Aber dann wäre es halt eine sehr unsympathische Jasmin. Mann. Hauen wir noch ganz schnell raus, bevor wir hier zum Ende kommen. Wer gewinnt das Ding? Wer gewinnt das Ding? Finde ich schwierig diesmal. Es ist sehr schwierig und es ist auch ein bisschen so, dass ich gar nicht so viel investieren will in die Überlegung, weil der Typ mir auch unsympathisch ist. Ja. Der gute Daniel. Daniel, wen hat er verdient? Lina hat er verdient, ist leider raus. Celine, Janine hat er verdient, die ist auch leider raus. Ich weiß nicht, also ich glaube, die Maxim wird's. Ich hab's verstanden. würde ich hoffen, aber der will nicht, der will keine Ernst, der will keine Freundin. Ich glaube, der steht auch auf blond, muss ich sagen. Ja, kommt total. Auf rüber. Deswegen sag ich, also grundsätzlich hätte ich Maxim gesagt. Tattoo haben vielleicht? Janine wäre clever von ihm. Ja, ist er zu dumm. Nadine wird's nicht. Svenja. Carina, ich würde sagen, Carina wird's. Carina oder Svenja, so eine in dem Dreh. Irgend so eine richtige billige. So, Freunde der Sonne, da habt ihr euren Gewinner. Bevor wir das ganze Ding hier beenden, kommen wir aber zu unserer neuen, allseits beliebten Rubrik, die da heißt, alles, was letzte Woche wirklich wichtig war und wozu wir unsere Meinung sagen wollen. Oder eben auch AWL-WWWW-UWWU-MSW. Hast du fein gemacht, Streber. Und da geht's auch direkt los mit dem allseits beliebten... Bachelor. Let's Dance! Let's Dance steht in den Startlöchern und es wurden jetzt schon einige Kandidaten, beziehungsweise alle wurden bekannt gegeben. Viele kennt man nicht, ähnlich wie bei Ibis, aber was bekannt wurde und was sehr interessant ist, dass Jessica Paschka mitmacht. Ja. Unsere Jessie. Und nicht die erste Wahl. Nicht die erste Wahl. Sondern eigentlich Sarah Novak sollte mitmachen und Jessica Paschka ist nur die Zweitwahl. Wie wäre es bei dir? Wer war bei dir die erste Wahl? Jessica. Jessica. Aber Jessica immer, egal was du für eine Frage stellst. Aber Sarah ist auch nicht schlecht. Nein. In der letzten Folge haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Brigitte Nielsen ist rausgeflogen. Meine Favoritin ist rausgeflogen. Ja, meiner ist noch drin. Ja, der Michael. Matze. Heißt der nicht Michael? Machiapane. Matthias Machiapane. Der Schwule. Der Schwule.
Ja, ja, Ansgar Brinkmann, wie findest du die Nummer von ihm? Finde ich konsequent. Ja, und ein Leute, Tag später, ich bin hier am längeren Hebel. Ich bin ein Star, holt mich raus. Und ein Tag später, also ich würde ja schon gerne noch bleiben. Ich muss ja jetzt. Ist auch sehr wichtig, wer am Ende die Essensprüfung kriegt, am letzten Tag. Das stimmt, das der gewinnt. Ich muss ja jetzt umschwenken von Brigitte Nielsen zu. Aber Matthias darfst du jetzt nicht nehmen, den Schwulen. Nee, den hast du ja. Ja. Na, dann sag ich, Daniele gewinnt. Oh, und dann zu einer traurigen Nachricht aus Amerika, über den großen Teich. Vom Teich her. Von Teich her. Der gute, wie ist dein Name nochmal, der Gliester? Ja, Puck. Puck, ja, der ist hat sich umgebracht, ne? Ja. Der hat den ganzen Druck von seinen Anschuldigungen, dass er so ist Kinder, aber auch eine krasse Geschichte. Kinderpornografie gemacht hat, der hat er nicht, ist noch nicht mit klargekommen, hat sich deswegen umgebracht. Krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Auf jeden kinderpornografisches Fall Material aus seinem PC gefunden worden, hat, glaube ich, auch sich selbst für schuldig erklärt und dann jetzt den vermeintlich leichteren Ausweg gewählt. Wie findest du das? Hat man nicht so richtig Mitleid mit, muss ich sagen. Nee. Es ist natürlich tragisch, menschlich, so die ganzen Floskeln, die muss man jetzt sagen, damit man nicht als komplettes Arschloch rüberkommt. Kommt, aber so richtig Mitleid habe ich jetzt nicht mit ihm, muss ich sagen. Nö. Deswegen Rip and Pepperonis. Mann, und dann wurden auch die Grammys verliehen. Darf ich was singen? Ja, bitte. This is how we do it. This is how we do it. Richtig geil, aber das Lied wurde gar nicht ausgezeichnet. Nee, weil Bruno Mars es nicht gesungen hat. Ey, Bruno Mars hat 97 Grammys gewonnen. 97, genau. 97,5, glaube ich, um genau zu sein. Ja. Und das krasse ist, ohne Bruno ein Album Mars rauszubringen. Bruno Mars findet doch seit 5 Jahren nicht mehr statt. Ja. Er hat mir das aktuelle Album. Ich dachte, er hat die Grenade gefangen damals und genau. Deswegen gibt es ihn nicht mehr. Eine Grenade. Ich habe mir das Album dann mal angehört. Leute, was ist das? Sagt man das heutzutage wie bei den Oscars? Der Independent-Film, der sich nicht verkauft, wo keiner reingeht, beziehungsweise das Album, was sich nicht verkauft, gewinnt Grammys? So sieht's was nicht ist aus. Denn das? Das ist scheiße, was der gemacht hat. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin Musikexperte und im Intro ist die 7. Note. Ist genial. Nein. Da ist so ein Unterstrich drin und gehört, das ist natürlich, dann ist natürlich auch schon Grammy sehr, sehr wichtig für ihn. Okay, ja. Ja, okay, dann hast du mich jetzt hier zum Abschluss blamiert. Ist nicht so schlimm, Mann. Nimmst du nicht so zu Herzen. Wenn ihr gut findet, dass ich blamiert wurde, dann übrigens aktiviert die Glocke, dann liked unser Video, dann abonniert natürlich unseren Kanal, spreadet die Nachricht, guckt mal auf Patreon vorbei, da gibt es großartige neue Sachen von uns und wir haben euch lieb, oder? Wir haben euch lieb und vor allem Shine on. Boah, ich musste Druck machen am Ende. Wir haben gesagt, wir wollen diese Folge in 5 Minuten abdrehen. Es war nicht 5 Minuten. Die Lochis machen ganz kurze Videos, die machen nämlich gar keine mehr. Die sind jetzt bei... Musikstars. Tanzen die dann immer zu dritt? Wieso? Die sind jetzt auch bei Let's Dance, die Lochis. Ach so, mit einem Tanzpaar. Ach so. Ja, oder hat jeder eins? Jeder hat ein Loch, ja. Jeder hat ein Loch. Ja. Ich finde, hier sollten wir das beenden. Sollen wir die Nachbesprechung ab jetzt im Patreon legen? Das finde ich eine richtig gute Idee, Alter. Okay. Hast du auch mal gute Ideen gehabt? Ciao. Tschüssi.